Ja, hallo, mein Name ist Amir Ahler. Ich möchte jetzt gern über Quantenheilung reden. Quantenheilung als Weg zu Entspannung, zu Gesundheit, zu Lebensfreude. Quantenheilung ist ein Thema, was sehr aktuell ist heutzutage und was sehr viele Menschen anspricht. Es gibt die Bücher von Kinslow, die Bestseller sind. Was ist an dieser Methode dran, dass die Menschen sich so stark davon angesprochen fühlen? Ich kann von mir selber sagen, wie mein Zugang zu dieser Methode war. Ich arbeite seit 25 Jahren als Psychotherapeut, Seminarleiter. Und ich habe gemerkt, so vor 3 Jahren, jetzt muss was Neues kommen. So die alten Methoden, NLP, Hypnotherapie, die haben nicht mehr so wirklich gewirkt, die haben nicht mehr so geschwungen in mir. Ja, dann kam die Quantenheilung. Zuerst über die Bücher, dann habe ich auch die Seminare bei Frank Kinslow gemacht. Ich habe gemerkt, da ist was sehr, sehr Wertvolles drin. Und das würde ich einfach gerne mal ein bisschen vorstellen, weil ich denke, das könnte für sehr viele Menschen was ganz Interessantes und Spannendes sein. Was ist so das Kennzeichen unserer Zeit? Ich würde sagen, Stress ist wirklich das Merkmal, was alle Menschen kennen, was alle Menschen verbindet. Und Stress auf Dauer ist ungesund für den Körper. Wir ziehen uns zusammen, wir spannen uns an. Aber wie können wir uns wirklich auch immer wieder entspannen? Das ist gar nicht so einfach. Viele versuchen es mit Fernsehen, vielleicht sogar mit Medikamenten oder mit Alkohol. Aber das gibt keine wirklich befriedigenden Ergebnisse auf Dauer. Und da kommt jetzt eigentlich die Quantenheilung ins Spiel. Weil es ist so die schnellste Entspannungsmethode der Welt, könnte man sagen. Es ist wieder Durchbruch bei den Entspannungsverfahren, weil damit kann wirklich jeder in kurzer Zeit, in 1-2 Minuten, in Zustände sehr tiefer Entspannung gehen. Und das ist das, was die Menschen auch sehr fasziniert, sehr anspricht, sehr öffnet dafür, einfach als Gegengewicht zu diesem stressigen, hektischen Leben, was so die meisten Menschen einfach leben in dieser Gesellschaft. Ja, Quantenheilung, wie der Name schon sagt, hat irgendwie mit Quanten zu tun. So ein Hintergrund ist so die Quantenphysik mit ihren modernen Entdeckungen. Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber nur mal so die wichtigsten Punkte. Die Quantenphysiker haben entdeckt, dass unsere Realität, auch die materielle Realität, gar nicht aus Materie besteht, aus Objekten, sondern dass auch die Atome eigentlich aus Leere bestehen, zum allergrößten Teil. Dann haben sie entdeckt, dass wir immer sowohl Teilchen als auch Welle sind. Als Teilchen sind wir fest und definiert, als Welle sind wir im Grunde endlos schwingend. Und sie haben entdeckt, dass wenn man sehr tief forscht, dass es dort ein Quantenfeld gibt, was alles mit allem verbindet, aus dem alles heraus entsteht. Ja, das ist also die Sichtweise der Quantenphysiker. Wenn man das auf die Menschen anwendet, sind auch für Menschen Schwingungsfelder, Energiefelder. Krankheit wäre ein disharmonisches Schwingungsfeld. Gesundheit wäre dahingegen ein harmonisches Schwingungsfeld. Die Frage ist also, wie komme ich jetzt von der Anspannung, vom Stress, von der Störung, von der Disharmonie, von der Krankheit vielleicht sogar, wieder zu dem gesunden, natürlichen, leichten Schwingungszustand. Da kommt jetzt die Quantenheilung ins Spiel, weil sie einen Weg gefunden hat, eine Möglichkeit gefunden hat, wie man Menschen wieder mit diesem Quantenfeld verbinden kann. Und zwar auf eine ganz, ganz einfache Art und Weise. Und wenn das geschieht, dieses Quantenfeld, das ist so ein kraftvolles, starkes, schwingendes Feld, dann gehen sozusagen die Unterfelder, die Schwingung eines Organs, die Schwingung einer Krankheit, die Schwingung eines Menschen, gehen wieder in Resonanz damit, als wenn sie sich neu ausrichten, als wenn sie sich neu einjustieren. Das Schöne ist, dass das sehr, sehr einfach geht, dass jeder das auch lernen kann, das ist keine große Sache. Und dadurch befähigt es auch den Einzelnen, da immer wieder in diese Entspannung zu gehen, sich diese Entspannung zu schenken.
Ja, wie es konkret funktioniert, man hört immer den Namen Zwei-Punkt-Methode und das trifft es eigentlich auch gut. Es geht also darum, zwei Punkte zu halten und es hat mit Zwei-Punkt-Aufmerksamkeit zu tun. Was ist Zwei-Punkt-Aufmerksamkeit? Wir kennen alle die Ein-Punkt-Aufmerksamkeit, da fokussieren wir auf einen Punkt. Wir nehmen Objekte wahr und wir haben so einen konzentrierten Blick. Zwei-Punkt-Aufmerksamkeit ist, wenn wir zwei Punkte haben und die nicht direkt anschauen, sondern den Blick so ins Leere gehen lassen, also defokussieren. Und ich kann das mal demonstrieren, das können Sie zu Hause nachmachen. Zwei Daumen hintereinander, da habe ich einen Punkt, das ist die Ein-Punkt-Aufmerksamkeit. Und wenn ich die jetzt auseinanderführe, in dem Moment wechselt meine Aufmerksamkeit in einen anderen Modus. Ich gehe in die Raumwahrnehmung, in die Defokussierung. Würde man in dem Moment ein EEG anschließen, die Gehirnwellen messen, könnte man feststellen, dass genau in diesem Augenblick die Umschaltung von diesen alltäglichen Beta-Wellen zu den Alpha-Wellen, die so für Entspannung, Loslassen, Wohlgefühl, Intuition stehen. Und da haben die Forscher das untersucht und haben gesagt, das ist die schnellste Möglichkeit, überhaupt diesen Wechsel hinzubekommen. Schneller als Hypnose, schneller als autogenes Training. Und ich denke, deswegen ist das auch so spannend, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, unmittelbar umzuschalten. Ja, als Anwender halte ich also meine zwei Punkte bei der Person und gehe selber in einen völlig leeren, offenen Zustand. Das heißt, ich verbinde dadurch, indem ich leer bin wie ein Kanal, die Person mit dem Quantenfeld. Das resoniert dann in ihr und öffnet diesen Raum für sie. Und das ist extrem angenehm, es ist extrem heilsam. Ich staune immer wieder, wie sehr die Menschen in ganz tiefe Zustände von Loslassen, von Entspannung gehen, schon nach kurzer Zeit. Sogar Menschen, die sehr stark im Kopf sind, können damit entspannen. Das freut die ganz besonders. Manche sagen, das habe ich noch nie erlebt, das ist ja unglaublich. Ich war gar nicht mehr da, ich habe mich aufgelöst, ich war nur noch Welle. Das heißt, es ist auch ein Weg, wie man in diesen Wellenmodus, in diesen Wellenzustand sehr leicht gehen kann. In diesem Wellenzustand sind wir völlig unbegrenzt, verbunden mit allem, haben alle Energien zu unserer Verfügung und deswegen ist das auch ein sehr, sehr angenehmer Zustand. Also man kann es im Grunde nutzen für tiefe spirituelle Erfahrungen, für diesen Raum des Seins, den dadurch zu öffnen, für tiefe Entspannung, aber man kann es auch zur Behandlung von Symptomen benutzen. Also wenn jemand Probleme mit dem Knie hat, kann ich dort meine zwei Punkte anlegen. Wenn jemand Probleme mit der Schulter oder mit dem Nacken hat, kann ich dort meine Punkte anlegen. Und immer passiert dasselbe, dass diese tiefe Entspannung sich ausbreitet und der Körper dadurch wieder in das gesunde Schwingen kommen kann. Es hält auch lange an, das ist auch sehr schön. Und am besten ist, wenn man es selber lernt, dann kann man sich selber jederzeit diese Tür in diesen weiten, endlosen, offenen Raum öffnen. Ich nutze es selber sehr viel, so um immer wieder in die tiefe Entspannung zu gehen. Vielleicht auch, wenn der Tag anstrengend ist, wenn viel da draußen passiert, dann brauche ich nur gerade meine Punkte halten und schon geht es los. Man kann es sogar auf die Ferne auch wunderbar machen. Es funktioniert genauso gut. Ja, mich fasziniert daran, es ist eine einfache Methode, die jeder lernen kann, wodurch er selbstständig wird, nicht abhängig ist von irgendwelchen Experten, sondern es in seine eigene Hand nehmen kann. Einfach mal ausprobieren.